Ah, hier brauche ich die Bombe. Oder auch nicht. Was gibt es hier? Die Karte Pakun. Was auch immer ein Pakun ist. So, ah, dadurch, dass wir jetzt den Dimensionsstein passieren können, können wir ja wieder zum Dorf zurückkehren. Ne, hier bin ich falsch. Wo ging es jetzt hier nochmal lang? Hier schon mal nicht. Bringt es mir eigentlich irgendwas, wenn ich alle Büsche zerschneide? Ich weiß es nicht. Ich mache es einfach trotzdem, weil es Spaß macht. Muss ich überhaupt lang? Ah, doch, hier. So, den Weg kennen wir ja schon. Jetzt sehen wir es auch mal in einer anderen Grafik. So. Dreidimensionales Kämpfen. So. Ach ja, da ist der Speicherpunkt. Spiel gespeichert. Ach, jetzt komme ich hier nicht mehr lang. Was haben sie dich gemacht? Genau, hier war das da. Muss ich jetzt doch runter? Hm. So, Moment, warte. War hier nicht die Fledermaus? Oder war die da? Fledi! Aber schön, wie man auch zurückkehrt zu alten Orten. Weil dann sieht man auch, wie sie es verändert hat. Moment, wir speichern. Muss ich jetzt, wirklich da runter? War nicht irgendwo anders noch ein Dimensionsstein? Fällt mir gerade so ein. Ne, hier komme ich nicht durch. Hier muss ich wieder Bomben legen, die ich noch nicht habe. Da war der Dimensionsstein. Und eine Kiste. Lebensbonus. Monster werfen jetzt kleine Herzen ab, mit denen ihr euer Leben wieder auffüllen könnt. Das ist praktisch. So. Und? Oh, oh. Was passiert jetzt? Kamerazoom. Ihr seht total cool aus, wenn ihr neue Gegenstände erhaltet. Kamerazoom. Huch, meine Maus. Ach so, jetzt da. Der Kamerazoom war das gerade eben mit dem Drehen. Okay, okay, okay. Speichern wir mal wieder kurz. Spiel gespeichert. Okay. Okay, der Kamerazoom war jetzt nicht so episch, also nicht so nützlich, aber es schaut natürlich epischer aus, so rum. So, hier gibt es doch bestimmt irgendwo was. Oder auch nicht. Menno. Gehen wir mal hier weiter. Die hüpfen ja komisch. Hüpfen kann ich auch nicht, fällt mir gerade so ein. Hm, vielleicht kommt der noch. Oder sprinten. Was kommt jetzt? Epischer Kamerazoom und... ein Stern. Okay. Wie viele Sterne habe ich jetzt eigentlich? 35. Oh mein Gott. 30 Sterne. Hm, können wir jetzt sagen, so viele oder nur? Kommt drauf an, wie lange das Spiel geht. Oh nein, ich habe ein Viertel Herz verloren. Und ist wieder gewunden. So, jetzt hier. Drück auf. HD-Texturen. Feinkönig Ansage, dafür braucht ihr eine gute Grafikkarte. Richtig schick. Ja, jetzt geht's aber los hier. Huch! Die Noria-Mine liegt im Süden von hier. Wenn wir es schaffen, sie zu durchqueren, erreichen wir mein Heimatdorf. Ich hoffe, hier geht es allen gut. Beeilt euch bitte, mein Held. Ja, Moment, bevor wir jetzt da aber lang gehen, möchte ich davor noch mal das Monster abgrasen und vor allem die Kiste holen. Na, Kiste? Ein Stern! Süß. HD-Texturen. Hier geht's schon ab. So. Aber ich glaube nicht, dass das Spiel sonderlich lang sein wird. Weil, als ich es installiert habe, hat es süße 99 MB gehabt. Naja, als ich es erstmal runtergeladen habe. Süße 99 MB. Das kann ja nicht sehr lang dauern, glaube ich mal. Ah, natürlich, natürlich. Oh, eine Kiste. Dreidimensionale Welt. Yay. Ah, direkt in die neue Höhle. Die Noria-Mine. Oh, voll schön inzwischen irgendwie. Bloß die Herzen. Bloß, also das Interface ist noch verpixelt. Aber hier gibt es nichts außer eine Truhe. Hä? Mine geöffnet. Jetzt könnt ihr die Noria-Mine erforschen. Okay. Was zur Hölle? Kann ich die? Schade. Gar nicht? Nein. Anscheinend will man mir sagen, dass es hier, hier lang gefährlich wird. Ja, dann ist mir doch wurscht. Menno, komm nicht durch. So, erstmal kurz checken. Hier gibt es auch nochmal einen Weg. War fast klar. Ich komme hier nicht durch. Menno.
Moment, hat sich hier unten auch noch irgendwie ein Weg geöffnet? Da schon mal nicht. Hier auch nicht. Ah. Hier komme ich nicht lang. Huch. Die Tür ist anscheinend verschlossen. Wir müssen einen Weg finden, um sie zu öffnen. Ich zähle auf euch. Naja, so wie immer halt. Zerbrechliche Töpfe. Ach. Das muss erst freigeschalten werden. Super. Okay, zerbrechliche Töpfe. Zwei Fledermäuse. Eins. Komm, put. Zwei. Und eine Kiste. Druckplatten. Ist wohl nicht gerade Fort Knox. Druckplatte 1. Was verbirgt sich unter hinter Tür Nummer 1? Anscheinend noch nichts. Und Tür Nummer 2 spricht. Ah. Türmechanismus. Man fragt sich, warum sie überhaupt Türen haben. Tja. Zeitvertreib. Spiel in die Länge ziehen, so. Huch, roter Zauberer, seine seine Fähigkeit, eure Kleider schnell zu trocknen, wird euch gefallen. Aua. Nee. Ah, scheiße. Komm mal nochmal her. Gibt's da nicht irgendwie so einen Trick? Nein! Scheiße. Wo ist er denn? Ah, komm schon. So, habe ich jetzt getroffen? Anscheinend, aber er hat kein Ding da gelassen. Hier kann man doch bestimmt Bomben legen. Das schaut doch prädestiniert dafür aus. Wahrscheinlich brauche ich hier einen kleinen Schlüssel oder so. Das Typische in solchen Dungeons. Hier ist zumindest mal eine Truhe. Hier wird doch bestimmt gleich was erscheinen. Das habe ich im Gefühl. Fallenraum. Hoppla, vielleicht hätte hier nicht hier reinkommen sollen. Ich wusste es doch. Komm her. Komm her. Put. Geht doch. Und jetzt? Kleine Schüssel? Nee, eine Truhe? Das Typische. Jetzt wird's langsam richtig Adventure-mäßig. Was gibt's diesmal? Ein Schlüssel. Ratet mal, wofür? Für... meine Kloschüssel. Keine Ahnung. Natürlich für die Tür hier. Zack. Skelett. Alter, ihr braucht bloß mal eine Umarmung. Achso, das Skelett. Es wehrt ja auch ab. Kann ich auch abwehren? Kann ich das auch? Ich will auch wissen, wie man abwehrt. Kann ich... Ich will wissen, wie man abwehrt. Hallo. Nee, das nicht. Das nicht. Das nicht. Das nicht. Das ist Inventar. Nein, ich glaube, ich kann gar nicht abwehren. Hm. Muss ich damit wohl leben? Aber ich kann natürlich die Teile zerstören. Schaut das nicht ein bisschen aus wie unsere Begleiterin? Ach, die kann ich gerade nicht aufrufen. Da komme ich nicht rüber. Eine Weggabelung und meine Begleiterin. Ich sehe etwas im Wasser. In der Nähe muss es noch einen Mechanismus geben. Dann suchen wir ihn mal. Da sind wir schon mal nicht. Da schaut schon besser aus. Und aus der Magier. Du. So. In so einem Raum ist es einfacher mit dem Magier. Irgendwo ist irgendetwas passiert. Schon wieder. Welch Seltsamkeit. So, schon ein bisschen, ich finde, das hier schaut mehr vom Muster aus als das da, obwohl das eigentlich meiner Meinung nach umgekehrt sein sollte. Eventuell. Hm. Labyrinth. Tipp, lauf immer nach links oder was? Rechts oder immer nach jeder Kreuzung abwechseln. Wer weiß das schon genau. So, jetzt hätte ich gerne lieber einen Überblick. Da ist Sackgasse, glaube ich. Ne, nicht ganz. Na, diese blöden Fledermäuse. Ich möchte auch fliegen können. Da ist nämlich meine Kiste. Da gehen wir auf jeden Fall hin. Egal, ob wir da hin müssten oder nicht jetzt. Was kommst du her? Und wo bist du? Komm her. Komm her, Schnucki. Komm her. Du willst es doch auch. Da. Ein Schlüssel, ratet mal wofür. Mit dem Schlüssel in die Schüssel. Wo müssen wir denn hier lang eigentlich? Noch eine Truhe. Hier stimmt irgendeine Karte oder so ein Stern. Ein Stern, natürlich. Sammeln alle versteckten Sterne in Evoland. So,
so. Ich bin eigentlich noch gespannt, was noch weiter so an Entwicklungen kommt. Also auch grafisch und wahrscheinlich Musik auf jeden Fall. Huch. Ich habe gerade nur 16-Bit-Mucke. Vielleicht wird es ja auch noch mehr. Oh, da muss ich lang. Tür, öffne dich. Huch. Ein Skelettritter. Na, jetzt hier. Grr. Warte. Na. Waaah. Kein Problem. So. Seitlich. Seitlich geht auf jeden Fall. So, oder von hinten. Von hinten. Nee. So. Nein! Wow, der hat mich getroffen. Jetzt da. Aber dafür habe ich sein Herz bekommen. Naja, wo hat das Skelett sein Herz gehabt? Ist eher die Frage. Das ist ja ein Skelett und so. Huch. Verschiebbarer Klotz. Sieht schwer aus. Passt auf euren Rücken auf. Schieb! Schieb! Und jetzt? Ah, Schiebung. Dann treten wir mal ein zu den Skeletten. Okay. Skeleton? Skeletten? Fledermäuse natürlich. Und jetzt? Ach, da drüben ist nochmal eins, warte. Erstmal die Fledermaus loswerden. Die Fledermaus, die kein Skelett ist. Und wahrscheinlich geht jetzt rechts die Tür auf. Natürlich. Irgendwo ist irgendwas passiert. So wie eh und je. Ich bin jetzt extra mal gerade runtergegangen, um zu wissen, in den ganzen Raum mal abzugehen. Was ist jetzt kaputt? Oh nein, wie schrecklich. Alter! Hilfe! Oh, da ist ein Ding. Ach du Schande. Hilfe. Ach du Schande. Jetzt kommt schon. Ich werde doch euch jetzt irgendwie hier kriegen. Da, das war... Na, Mist. So, das war der eine. Komm schon. So, komm. Ich muss dich doch irgendwie seitlich kriegen. So ist gut. Moment, ich zock mir mal kurz noch den hier. Das... War das ein Viertelherz? Ich weiß es nicht. Hab ich genau aufgepasst. HD-Interface? Endlich! Ah, leb wohl, reizende Pixel. Willkommen, Antializing. Endlich. Das haben wir vorhin schon beschwert. Sogar das ist HD. Im letzten Raum gab es jede Menge Monster. Ich hoffe, ihr seid nicht schwer verletzt. Leider bin ich beim Kämpfen keine große Hilfe. Lasst mich zumindest eure Wunden heilen. Das ist aber sehr freundlich von dir. Kann ich das immer in Anspruch nehmen? Das schaut auch sogar ein bisschen besser aus, glaube ich. Wo ich mir gerade nicht mehr sicher bin. Eine Kiste. Ein Loch? Ein tolles Loch, um unsichtbare Monster loszuwerden? Tschüss. Unsichtbare Monster? Wahrscheinlich eher unbesiegbare Monster. Ist auch die von Zelda. Da gab es auch so welche. Die muss man in Löcher werfen. Ich habe kein gutes Gefühl, wenn ich jetzt die Kiste öffne, aber ich muss es tun. Links oder rechts? Eins von beiden ist die gefährliche Wahl. Ich nehme mal kurz links, weil da die Kiste ist. Oh. Okay, ich nehme rechts. Da. Hihi. So, weg. Jetzt geht's andere auch auf. Ah, ich vermute, beim Link geht schon die linke Ding auf, aber erst wenn ich die Monster töte. So. Jetzt geh halt drauf. So, jetzt geht links. Hey! Hey! Menno! Ich wollte da rein. Mist, okay, dann machen wir halt zu. Wirbelwind, ein sanfter Wind wird euch zur nächsten Falle führen. Ja. 1, 2, 3. Sehr berechenbar. Menno, ich wollte eigentlich in die andere Ding noch, hein? So. Oh!
Der war ja fies. Wo ist denn da der andere hin? Hä? Wo ist es hin? Ach da. Huhuhu. Treffer. Ein Schlag noch. Na? Ah, verdammt. Hat mich getroffen. Moment, komm mal hoch. Du sollst hochkommen. Du sollst hochkommen. Oh. Oh. Spielt mit mir. Nein, das habe ich nicht getroffen. Komm schon. Nein. So, jetzt da. Herzchen. Ach, das macht bloß Viertelherzen wieder hoch. Okay. Huch. Freigeschaltet Lichträtsel. Echte Abenteurer müssen stark und schlau sein. Ein Lichträtsel. Und jetzt? Ach so, ich muss die bloß einfach alle anmachen. Das ist ja schön. So, jetzt bin ich leider an die eine Truhe nicht mehr gekommen, aber ich glaube, es war sowieso bloß ein Bonus. Bloß, in Anführungszeichen. Schlüssel habe ich gerade keinen, gell? Nee. Muss ich hier lang? Ach du Schande. Ah. Ah. Das ist ja gemein. Ein Schlüssel! Ach Gott. Ach ja, klar. War ja gerade eine Tür. So, so, so. Und ein zweiter, bitte. Ein Speicherpunkt. Das verheißt doch nichts Gutes, oder? Aua, na toll. Speichern wir mal. Und öffnen mal die Kiste. La. Die hier verwandelt. Die hier verwandelt sich in kein Obsidian. Also Wasser draufschütten bringt nichts. Super. Irgendwo weht's hier schon wieder. Huch. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Passt auf, wo ihr hintretet. Oh oh. Also am Rand entlang geht schon mal. Ach, ich muss hier gerade einen Weg durchfinden. Ah, okay. Sehr schön. Automatisch feuern. Gutes Timing ist der Schlüssel zum Erfolg. Was bitte? Wo ist es denn? Ach da. Oh, verdammt. Ich dachte, ich kann einfach durchrennen. Also, dass man es schaffen könnte, einfach durchzurennen. So, jetzt da. Gutes Timing. Der ist ja fies. Glück gehabt. Okay. Skeleton. Wow! Die Kombination ist ja gemein. Hilfe. Alter. Das und Feuerbälle. Ach so, ja klar, die kommen ja von den Magiern. So, die Magier sind immer Doppelpack, wie es ausschaut. Nein! So. Nein, 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 nein! Treffer. Nein, Scheiße! Oh, 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 noch drei Viertel Herzen. Och, du Scheiße. Okay, hat einen gekillt. Wieder ein ganzes Herz. Oh, ist das gemein hier. So, der ist auch weg. Der ist auch weg. Der ist auch weg. So, und den kill ich jetzt so. Nein, Scheiße, er hat mich bemerkt. Nein. Ah. Okay. Ist der letzte. So, jetzt. Nein, jetzt. Nee, genau drauf. So, jetzt aber. Ach, einer noch. Na, jetzt da. Glück gehabt. Und die Tür ist auch noch auf. Puh, jetzt mal umschauen. Natürlich, eine Kiste.
Boss-Türschlüssel. Seid ihr zum Kampf bereit? Ich bin immer bereit zu kämpfen. Auf Leben und Tod. So, sammeln wir noch die Herzen ein, sofern welche da sind. Werden wir bestimmt brauchen. Da ist keins, da ist noch eins. So, und sind wir auch wieder voll. Huch, jetzt hier, ich will hier rein. Und kann den gegen den Bossgegner kämpfen. Wo muss ich jetzt lang? Hier geradeaus, glaube ich, war es. Ja, genau. Treten Sie ein, treten Sie ein. Hey, da war ich noch gar nicht drin. Warte mal. Das Ding ist hochgefahren. Und ein Stern, war klar. Okay, bei sowas kann nichts Wichtiges drin sein, aber ich kann es ja trotzdem mal kurz abklappern. Einfach, wir müssen haben. Komme ich da jetzt noch irgendwie rein? Nee. Okay, ich glaube, ich gehe jetzt zum Boss. Mal schauen, was es überhaupt ist und vor allem, ob wir den hier mit Venture-Mode besiegen müssen oder im rundenbasierten Kampf. Da bin ich ehrlich gesagt gespannt. Aber ich vermute mal fast mit Venture-Modus, also so wie wir jetzt sind. Da kann man nochmal Lebensenergie auffüllen. Die Macht des Bösen vor uns ist stark. Hoffentlich ist es nicht noch ein furchtbares Monster. Vielleicht ist es diesmal ja niedlich. Bestimmt nicht. War klar? Da kommt etwas. Drei Herzen. Hier kommt ihr nicht vorbei. You shall not pass. Hey, das sieht aus wie ihr, Karden. Ach verdammt, mein böser Schatten. Ist das ein echter Feind oder bloß ein Schatten? Was auch immer es sein mag, wir haben keine andere Wahl, als es zu bekämpfen. Ach du heilige Scheiße. Hey, ich will das auch können. Wow. Okay, warte. Scheiße. Ich muss... Fledermäuse. Hilfe, Helle. Hallo. Schande. Boah, das ist ja fies. Nein, scheiße. Boah, das ist ja richtig heftig. Na, wie krieg ich dich? Nein, Mist. Komm schon! Jetzt da! Hä? Verdammt, jetzt hab ich's nicht gelesen. Verdammt, kann ich nicht irgendwie auch das... Mist. Nein, ich will... Verdammt! Komm schon! Jetzt da! Aber irgendwie kann ich ihm nicht schaden. Warum nicht? Was? Nervtötendes Geräusch freigeschaltet. Nein. Nein, verdammt. Nervtötendes Geräusch. Nein. Verdammt, jetzt habe ich nicht lesen können, was da dran stand. Oh nein. Fortfahren? Wo komme ich da raus? Okay, ich würde sagen... Oh nein, wir spielen beim nächsten... Moment. Zum Hauptmenü. Zum Hauptmenü zurückkehren. Jetzt zum Hauptmenü zurückkehren. So. Ich würde sagen, wir machen einfach beim nächsten Mal weiter. Ich mache jetzt die Aufnahmepause und ich spiele schon mal wieder zu dem Punkt zurück, damit ihr das nicht jetzt nochmal alles miterleben müsst. So, in dem Sinne, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal bei Evoland.